Es ist alles logisch. Muss es sein. Nur, ich falle auseinander. Die Vernunft bleibt. Und damit herzlich willkommen zurück zu In Between. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier wirklich alles so logisch ist. So mit dem Tod und so. Also, dass es schon alles logisch erklärbar ist, davon bin ich überzeugt. So, ist rein naturwissenschaftlich. Aber ich glaube nicht so ganz, dass man als Betroffener das dann alles so logisch sehen kann, oder? Wahrscheinlich geht's schon, aber jeder kann das auf jeden Fall nicht. Reicht das? Nein. Die Frage ist halt, wie weit kann ich gehen, ohne hier auf meiner Seite den Anschluss zu verlieren? Aber nee, das passt. Wieder einmal eine Wechselwirkung zwischen so einem Würfel und mir. Oh, das ist sehr cool. Das ist sehr gut. Den Schalter unten brauche ich jetzt nicht mehr, ne? Das heißt, ich kann jetzt hier außen rum. Ich muss den irgendwie darüber kriegen. Wie mache ich das? Ich glaube, ich mache das so. Nein, das war schon zu weit. Passt das oder ist es zu dunkel? Ne, das passt sogar noch. Na, das war blöd. Kann ich hier trotzdem speichern? Haha, ich kann hier speichern. Was passiert, wenn ich mich jetzt töte? Ach so, dann ist der wieder da. Moment, jetzt kann ich das Level gar nicht mehr beenden, oder? Ich komme ja jetzt nicht mehr zurück, um mir einen neuen Würfel zu holen. Nee. Also, liebe Developer, das ist so nicht gut. Ich bin hier gefangen. Ich kann hier nichts tun. Das ist so gar nicht gut. Da muss ich mal den Level neu starten. Es ist alles logisch. Muss es sein. Nur, ich falle auseinander. Da habt ihr wohl nicht genug getestet, was? Okay, zugegeben, es war auch ein bisschen dämlich von mir, dass ich mich da oben einsperre. Aber trotzdem, finde ich, sollte man sowas nicht haben, solche Möglichkeiten, sich selber einzusperren. Das ist, ich glaube, der Level ist an sich gut gemacht. Definitiv. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum da oben Stacheln sind. Ich sehe gerade nicht, was mir das bringt. Also ja, okay, ich könnte da den Block dran schmeißen. Okay, gut, die Lösung dafür wäre, dass man den Checkpoint einfach deutlich weiter nach rechts packt. Oder wäre das eine Lösung? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, dass das bringt. Nun gut, ich will den irgendwie nach oben kriegen. Das tue ich nicht so. Nein. Definitiv nicht. So, aber jetzt probiere ich mal. Ich kann hier schon wieder speichern, ne? Ich mach's jetzt nicht, sondern ich laufe in mein Verderben. Aber ich kann hier speichern. Der Checkpoint müsste ein bisschen nach rechts. Andererseits könnte er dann wahrscheinlich aktiviert werden, wenn der Block irgendwo auf der rechten Seite hängt. Das kann natürlich auch sein. Dann müsste man den Level entweder ein bisschen größer machen. Oder vielleicht doch ein bisschen umstrukturieren. Kann ich jetzt nicht zuerst mal das Ding hier rüberholen, um mich da wohler zu fühlen? Genau, das funktioniert. So. Jetzt habe ich wieder hier das alte Problem. Wie kriege ich diesen dämlichen Würfel? Okay, ich kann den ja schon mal. Nee, ich sehe gerade nicht, was mir das bringt. Oh, ich wollte da rein. Wie kriege ich den da raus? Ich verstehe es nicht. Was muss ich da machen da oben? Ich meine, er muss nach rechts, das ist klar. Und er muss irgendwie nach oben dann. Das ist irgendwie auch klar. So. Ist das hier denn eigentlich schon mal richtig? Kann ich hier wieder zurück? Ich kann hier wieder zurück. Sehr gut.
Also ich kann ihn nach rechts, nach links an die Wand schieben, dann kann ich ihn nach unten holen, aber dann kann ich ihn halt nicht von der Wand wegholen, ne? Das ist so ein bisschen mein Problem. Ich könnte, das habe ich ja gerade versucht, nach links und dann sofort nach unten, damit er da oben hängen bleibt. Aber da passiert dann halt eher sowas. Und wenn es gut gegangen wäre, wenn ich aus dem Weg gegangen wäre, dann läge er jetzt trotzdem in der Ecke und ich könnte ihn nicht rausschieben. Hätte ich also auch nichts gewonnen. Das ist halt die Frage, wenn ich jetzt nach links tue oder nach unten, da, das klappt halt nicht. Kann ich es vielleicht irgendwie anders machen? Kann ich vielleicht, wenn ich selber irgendwie hoch... Nee, Blödsinn. Ach so, ja, doch. Oder? Wenn ich selber jetzt da hochgehe... Ja. Och, Würfel. Du warst gerade so langsam. Bitte. Also, ihr seht, was ich meine. Das muss ich nochmal ausprobieren. Vielleicht kann ich ja dann für die letzten paar Millimeter auch woanders hin, um mich da in Sicherheit zu bringen. Ui, das war knapp. Das war zu schnell. Oh Mann, was zur Hölle. Das ist nicht mein Level, hey. Das ist echt nicht mein Level. So. Komm schon, jetzt schaffe ich das. Das wäre doch gelacht. So. Also, was tue ich hier? Ich will den nach oben kriegen. Und am liebsten wäre es mir dafür... Ich habe ein neues Item, okay. Am liebsten wäre es mir dafür... Ich wäre hier unten. Klappt das so? Ja, sehr schön. Und jetzt traue ich mich auch zu speichern. Ich versuche mal eben, was passiert, wenn ich jetzt sterbe, nur für den Fall der Fälle. Aber das sollte so passen, oder? Ja, sehr gut. Genau. So will ich das. So, und der... Ne, Moment, das ist eine Falle, oder? Ist das eine Falle? Ich glaube, das ist eine Falle. Ah, ne, doch nicht. Alles gut, alles gut. Wow, was? Warum macht er das? Okay. Wo muss ich hin? Was? Hä? Warum bin ich jetzt... Was? Warum bin ich jetzt tot? Hehe. Warum bin ich da jetzt gerade gestorben? Weil die Tür mich erdrückt hat. Okay, sehe ich ein. Sehe ich vollkommen ein. Die Frage ist nur, ich kann mich nicht nach rechts fallen lassen. Nach links wäre dämlich. Nach oben geht auch nicht. Ich müsste mir... Ich glaube, ich muss mir diese eine Plattform da holen, ne? Na, das war ein bisschen zu kurz. Das hat doch vorhin so wunderbar funktioniert. Wie habe ich das denn vorhin gemacht? Habe ich das vorhin so gemacht? Ja, kann sein. Und dann hier ein bisschen Abstand, damit ich nicht im Stacheln falle. So. Gut. Ach so, ja, natürlich. Ich hole mir erstmal das da. Und dann hole ich mir die Platte. Ach so. Die Plattform reagiert auf diese Schalter, natürlich. Natürlich. So, jetzt bitte einmal auf. Dann jetzt brauche ich aber erstmal eine Portion Licht. Bin ich hier sicher? Aber gerade so, hey, aber gerade so.
von meinem Würfel von vorhin. Das sieht knapp aus, funktioniert aber. Und jetzt wollen wir einmal nach unten. Ah, sehr schön. Level geschafft und Folge ist damit, glaube ich, auch wieder zu Ende. Ganze 10 Minuten habe ich hier jetzt verschwendet. Diese einen dämlichen Stelle da oben. Nun gut, ich habe euch versprochen, dass es beide Levels gibt, deswegen werfe ich hier einen Blick rein. Am Ende ist es eine Frage der Würde. Wie lange klammert man sich am letzten Strohhalm fest? Wie verzweifelt sucht man einen anderen Ausweg? Ja, aber die Folge ist schon wieder so lang. Ich will die bei InBetween ein bisschen kürzer halten, weil ich InBetween für... also persönlich auch ein bisschen anstrengender finde als zum Beispiel Gothic. Also jetzt nicht anstrengend im Sinne von, keine Ahnung, schlecht oder so, aber es ist halt einfach... ich muss viel nachdenken und es ist die dritte Folge am Stück gewesen. Das reicht erstmal wieder, ne? So. Das hier funktioniert ja wunderbar. Na? Kommst du her? Ah, guck mal, wunderbar funktioniert das. Sehr schön. Ach so, ja klar. Hey, genau das muss ich ja tun. Wer sagt's denn? Aber hey, die Folge ist zu lang. Beim nächsten Mal werde ich das Ganze hier nachstellen und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.